Vorsitzende der Deutschen Sportjugend und seit kurzem gemeinsam mit der Katharina Peranitsch Gründungsvorstandsmitglied, hauptberufliches Gründungsvorstandsmitglied bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Du hast uns aber auch noch Unterstützung mitgebracht, nämlich den Herrn Weckerle und den Herrn Riemer. Gemeinsam seid ihr gut gewappnet für die vielen Fragen unserer Vertreterinnen aus dem Sportbereich. Und ich würde euch ganz kurz einfach mal das Wort geben und würde mich freuen, wenn ihr kurz was zu euch sagt und zur Stiftung im Allgemeinen, wie so die Gründungsphase ablief und was aktuell so eure Schwerpunkte sind. Ich gehe davon aus, dass ihr in so einem Format jetzt nicht das erste Mal zusammenkommt, sondern das jetzt ganz häufig schon geübt habt. Ja, also erstmal herzlich willkommen und ich freue mich, so viele bekannte, aber unbekannte Gesichter zu sehen und auch freue mich über das große Interesse an der Arbeit der Stiftung, die ja erst tatsächlich seit kurzem existiert. Dem vorausgegangen ist ein langer Prozess, ein politischer Prozess, wo es darum ging, A, die Stiftung überhaupt zu gründen und B, mit welchen Zielstellungen soll denn überhaupt diese Stiftung gegründet werden. Fakt ist, am Ende gibt es diese Stiftung nun und sie hat sich auf den Weg gemacht, Ehrenamt und Engagement zu unterstützen. So lautet nämlich der Stiftungszweck dieser Stiftung, die Förderung und Stärkung des Ehrenamtes und des bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Und das wollen wir natürlich machen, wissen auch, ob der Rolle des Sports, der natürlich über viele Millionen Ehrenamtliche verfügt, aber glaubt mir es oder glaubt mir es nicht, Bild des Ehrenamts ist sehr vielfältig, sehr bunt, sehr breit. Und als Stiftung haben wir natürlich auch die Rolle, das gesamte Feld des Ehrenamtes zu unterstützen. Und dementsprechend ist es nicht das erste Format, in dem wir uns bewegen. Ich glaube, heute das vierte in dieser Form mit unterschiedlichen Verbänden, Verbands- und Vereinsstrukturen. Und das macht natürlich jedes Mal wieder Neuspaß, weil man viel, vieles kennenlernt über das Ehrenamt. Wer mich noch nicht kennt, Jan Holz ist mein Name, 39 Jahre alt. Drei Kinder und gebürtiger Stralsunder, von Hause aus Jurist und Betriebswirt und seit kurzem, seit 1. Juli, eben in der Rolle des Vorstandes dieser Stiftung, hauptamtlicher Vorstand. Vorher war ich 5 Jahre in der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern und ehrenamtlich, wie schon erläutert, in der DSJ und im DOSB unterwegs, aber auch auf Vereinsebene und anderen. Aber das soll jetzt nicht zu lange dauern. Neben mir habe ich den Kollegen André Riemer. Ich glaube, André, du kannst selbst am besten was zu dir sagen. Und er hat mir schon verraten, dass er auch sehr sportaffin ist. Aber dazu sagt er am besten selber was. Ja, in der Tat. Ich bin auch in meinem örtlichen Sportverein in Potsdam-Golm aktiv, als Sportler allerdings. Dort wohne ich seit ungefähr 3 Jahren. Ich habe heute allerdings meinen allerersten Tag in der Stiftung. Ich bin quasi noch ganz neu in dieser Stiftungsarbeit. Nichtsdestotrotz habe ich einige Erfahrungen sammeln können. Ich komme ursprünglich aus dem Bundesministerium des Innern. Dort war ich bis gestern tätig, habe dort im Bereich Digitalisierung gearbeitet und mich hat vor allem in den letzten Jahren die Frage interessiert und die habe ich auch verfolgt, wie wir eigentlich die Digitalisierung in der Zivilgesellschaft und insbesondere in gemeinnützigen Organisationen voranbringen können. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema der Stiftung und der Förderrichtlinie, über die wir gleich noch sprechen werden. Und ich bin sehr gerne zu dieser Stiftung gestoßen, weil ich diese Expertise natürlich auch noch stärker als in der Vergangenheit in die Breite des Ehrenamts und des Engagements bringen möchte. Jetzt haben wir noch den Kollegen Weckerle, der allerdings per Telefon zugeschaltet ist. Ich hoffe, er konnte sich einwählen. Lieber Jens, ich sehe, du bist dabei. Ja. Mach doch mal kurz was zu dir. Ja, hallo. Ja, ich stelle mich dann auch mal kurz vor. Ich bin seit 1. September für die Stiftung tätig. War vorher lange Jahre im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben tätig. Unterstütze gerne die Stiftung jetzt seit 1.9. und bringe vor allem Erfahrungen aus dem Zuwendungsbereich mit. Habe in der Vergangenheit dort in verschiedensten Bereichen Projekte, Projektförderung betreut, begleitet und das Ganze auch, denke ich, ganz erfolgreich auch da in den ehrenamtlichen Bereich gewirkt und mache das auch im privaten Bereich, bin Jugendleiter in einem Sportverein und kenne da natürlich auch, weil wir jetzt hier im Bereich Sport sind, auch so ein Stück weit die Sorgen und Nöte, die, ich bleib an meinem Du, die ihr habt, die jetzt auch bedingt durch die Corona auf die Vereine zugekommen sind.
Und vor den Herausforderungen, die wir stehen, da wollen wir euch ein Stück weit unterstützen, dass ihr da gut aufgestellt bleibt und für die Zukunft auch weitere Herausforderungen meistert. Also schon mal ganz vielen Dank, lieber Jan, dass du hier auch so kompetente Unterstützung mitgebracht hast. Ich glaube, die Institutionen, wo deine Kolleginnen herkommen, sind auch hier vielen sehr gut bekannt. Und das ist natürlich noch viel besser, wenn die Kollegen, die in so einer Stiftung dann arbeiten, eben ein Stück weit auch diesen praktischen Bezug, vor allen Dingen, was für uns natürlich wichtig ist, den praktischen Bezug zum Sport auch mitbringen. Das freut uns natürlich sehr. Lieber Jan, wenn du hattest schon einige allgemeine Infos zur Stiftung am Anfang mitgeteilt. Die Stiftung ist ja gegründet worden mit Sitz in Neustrelitz, ein Stück weit auch dem Gründungszweck der Stiftung entsprechend, die Stärkung des ländlichen Raums, Stärkung der strukturschwachen Region. Eine besondere Herausforderung wird sicherlich sein, dass man sehr intensiv, und es ist ein Stück weit ja auch Ausdruck der Wertschätzung der Politik, mit drei Ministerien zusammenarbeitet. Wie ist es so am Anfang, wenn man als Gründungsvorstandsmitglied dann mit Dr. Franziska Giffey als Familienministerin, Herrn Seehofer als Innenminister und Frau Klöckner als Bundeslandwirtschaftsministerin da diese Stiftung aufbauen darf? Ja, zunächst mal spannend natürlich, weil man sich auch einer gewissen Sicherheit wähnen darf, dass man starke Ministerien hinter sich hat, die auch diese Stiftung auf den Weg gebracht haben und natürlich auch vollste Unterstützung zugesagt haben. Euch ist natürlich auch klar, dass ein gewisser unterschiedlicher fachlicher Hintergrund hinter diesen Häusern stehen. Ich glaube, das darf man denen auch zugestehen. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wie vielfältig Engagement ist, wo es überall Anlaufstellen und Andockstellen gibt für das Ehrenamt. Und das zeigt uns natürlich auch, wie vielfältig das Ehrenamt ist und wie gut wir als Stiftung positioniert sind, um auch die Sorgen und Nöte des Ehrenamtes entsprechend platzieren zu können. Dem vorausgegangen ist ja ein jahrelanger Prozess, wo es darum ging, diese Stiftung überhaupt aufzustellen. Der Bundestag hat sich dann in intensiven Diskussionen dazu durchgerungen, diese Stiftung aufzustellen. Und wir sind froh, dass sich auch nicht nur ein Haus, nicht nur ein Bundesministerium auf den Weg gemacht hat, sondern gleich drei, diese Stiftung unterstützen zu können. Wir sind jedenfalls froh, dass wir sie an Bord haben und wissen uns da auch vollster Unterstützung. Wenn du die Unterstützung der Ministerien ansprichst, dann kann man, denke ich, auch erstmal mit Stolz auf die finanziellen Rahmenbedingungen schauen, wie die Stiftung ausgestattet ist. Ich meine, das Fördervolumen beträgt jährlich 10 Millionen Euro pro beteiligtem Ministerium. Das heißt, ihr habt jährlich 30 Millionen Euro zur Verfügung, eben zur Förderung der von dir angesprochenen Stiftungszwecke. Das ist natürlich für das Jahr 2020 eine Wahnsinnsaufgabe. Ja, also die Aufgabe besteht natürlich, und das ist eine sehr dankenswerte und eine sehr tolle Aufgabe, sich Möglichkeiten zu überlegen, wie man nun die Zivilgesellschaft unterstützen kann. Eigentlich war es geplant, diese Stiftung auch schon früher im Jahr auf den Weg zu bringen. Deswegen ist das Volumen, mit dem die Stiftung umgeht, auch vergleichsweise hoch. Auf der anderen Seite ist der Auftrag der Stiftung nicht nur zu fördern, sondern vor allem auch eine Art Experte- und Kompetenznetzwerk zur Verfügung zu stellen, wo sich also, ob es Verbände, ob es Stiftungen, ob es Vereine, Initiativen sind, sich auch hinwenden können. Also die Stiftung ist nicht so aufgestellt, dass sie eine reine Förderstiftung ist, sondern sie primär erst einmal operativ tätig sein soll und auch ihre Zwecke, also die Stärkung und Förderung des Ehrenamtes, auch durch Förderung unterstützen kann. Da ihr wisst, dass Corona uns gerade alle sehr viel umtreibt, ist das operative Geschäft insbesondere ja auch unterstützt durch Personal, was wir natürlich erst noch aufbauen müssen, nicht so leicht umsetzbar, insbesondere wenn es um Veranstaltungen geht, um Fortbildung und so weiter. Das wird sich nach und nach dann erst zeigen, sodass wir uns dazu durchgerungen haben, im ersten Jahr der Stiftungstätigkeit unsere Mittel dafür einzusetzen, um einen ersten Impuls im Bereich der Förderung zu setzen. Das ist doch schon mal ein sehr guter Einstieg, wie ich finde, hier in unserer Online-Sprechstunde, um so ein bisschen den Hintergrund der Stiftung kennenzulernen, den Zweck kennenzulernen und ein Stück weit auch die Impulse, die aus den verschiedenen Ministerien gegeben werden, auch mit aufzunehmen, dass man ein Bild erstmal von so einer Stiftung hat.
Ich schaue mal zu meiner Kollegin Linda, ob es bereits hier aus der Runde Fragen gibt oder frage auch direkt in die Runde hinein, ob es jetzt gerade zu unserem ersten Blog, nämlich allgemeine Infos zur Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, hier an unsere beteiligten Kollegen aus der Stiftung gibt. Wir haben bisher noch keine Fragen. Ich würde aber kurz den Moment nutzen und bitten, die Personen, die sich mit dem Namen iPhone eingewählt haben, mal kurz auf meinen Chat zu reagieren, wer ihr seid, damit ich euch kurz zuordnen kann. Dankeschön. Und ich würde die Gelegenheit nutzen, dem André Riemer noch mal kurz Gelegenheit zu geben, quasi aus seiner Perspektive die Stiftungsgründung zu beschreiben, weil er quasi auf der Seite der Regierung gesessen hat und von dort aus die Stiftungsgründung begleitet hat und kann sicherlich auch noch mal aus der Perspektive ganz spannende Einblicke geben, wie es denn letztlich dazu kam, dass die Stiftung gegründet wurde. Ja, man muss nochmal deutlich machen, Jan Holzer hat es gerade schon gesagt, es ist schon sehr ungewöhnlich, dass sich drei Ministerien zusammentun, um eine Organisation letztendlich auf den Weg zu bringen. Das kann ich wirklich sagen, dass das eine große Besonderheit ist. Und es ist auch schon angedeutet worden, natürlich gucken diese drei Ministerien aus einer ganz anderen, jeweils eigenen Perspektive auf das Thema Engagement und Ehrenamt. Es ist für alle Seiten ein wichtiges Thema, aber während zum Beispiel die Kollegen aus dem Landwirtschaftsministerium natürlich eher so Landfrauen, Landjugend und solche Organisationen im Blick haben, das BMI sehr stark auf migrantische Organisationen und natürlich allen voran auch den Sport schaut, hat das Familienministerium ganz große verschiedene Gruppen im Blick. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Interessen, die wir versuchen hier zusammenzukriegen. Deshalb hat es auch ein bisschen länger den Diskussionsprozess damals gebraucht. Aber was lange währt, wird irgendwann gut, sagt ja ein altes Sprichwort. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, hier auch wirklich für die gesamte Bandbreite der Zivilgesellschaft etwas auf den Weg zu bringen. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Aufgabe. Und unser aller Ziel, die wir dort tatsächlich jetzt anfangen zu arbeiten, ist es auch, wirklich diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, dass nicht nur diese einzelnen Bereiche für sich ihre Lösung finden, sondern da, wo es möglich ist, auch einen Informationsaustausch und Wissensaustausch zu organisieren, der so vielleicht sonst nicht entstehen würde. So, wir haben direkt eine Frage reinbekommen, und zwar von Klaus, wie viel Prozent der Stiftungsarbeit und wie viel Prozent der Fördersumme ist in etwa für sportliche Aspekte vorgesehen? Da gibt es keine Fixierung, lieber Klaus. Da muss ich dich enttäuschen. Es wird davon abhängen, also gerade bei dem Förderprogramm jetzt, was an sinnvollen und guten Vorhaben bei uns einläuft. Es ist aber nicht so, dass wir bestimmte Bereiche von vornherein fixiert haben, dass die so und so großes Stückchen Torte abbekommen. Da bin ich, glaube ich, da muss ich um Verständnis bitten, auch wenn ich jahrelang ehrenamtlich in Strukturen des Sports natürlich sehr unterwegs gewesen bin, gibt es da keine Vorprägung, sondern bei uns werden alle Funktionen des Ehrenamtes auch ein Stück weit gleich behandelt und auch als gleichwertig angesehen. Ich war schon unter anderem in Runden dabei, da war meinem Gegenüber zum Beispiel nicht bewusst, dass ich eine starke Prägung im Bereich des Sports hatte, der mir gegenüber dann sagte, naja, diese Funktion da im Sport, die könnt ihr ja mal, das ist ja nicht so viel wert wie ein Ehrenamt in anderen Bereichen, die möchte ich jetzt nicht sagen, weil dann klar wird, aus welchen Bereichen derjenige kam. Aber das gibt es bei uns eben nicht, sondern uns ist wichtig, dass die Leute sich engagieren und zwar in allen Bereichen. Vielen Dank, Jan. Ich habe gleich die nächste Frage für dich von Matthias. Wie hoch ist das Fördervolumen 2020? 30 Millionen? Fragezeichen. Und bis wann müssen die Fördermittel verausgabt werden? Jetzt steigen wir schon in die Förderrichtlinie ein. Also ich kann vielleicht insofern sagen, als dass die Stiftung im Jahr 2020 23 Millionen Euro zur Verfügung hat und versucht, bestmöglich damit umzugehen. Und dass die Detailfragen, glaube ich, machen wir dann, wenn wir in die Richtlinie einsteigen. Genau. Und ich denke, es interessiert vor allen Dingen natürlich viele der heute Anwesenden die Richtlinie. Ich möchte aber, wenn es noch allgemeine Fragen jetzt hier aus der Runde geben sollte, natürlich auch nochmal jedem die Möglichkeit geben, diese hier direkt zu stellen. Und wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, können wir auch gern uns dem zweiten Block und unserem Hauptteil widmen. Ich habe mal zur Vorbereitung auf unsere Online-Sprechstunde heute
mich vertieft in den Sportentwicklungsbericht 2017, 2018. Das ist der aktuelle Sportentwicklungsbericht, der vorliegt. Da sind ganz, ganz viele Zahlen natürlich aufgeführt und da ist der Sport sehr, sehr zahlenlastig auch durchleuchtet, wo er auch seine Schwierigkeiten hat, wo er seine großen Herausforderungen hat. Aber eins ist beachtlich, und es war mir so auch nicht bewusst, dass wirklich 93% der Sportvereine in Deutschland neben ihrem Sportangebot auch außersportliche Aktivitäten, wie ihr sie sicherlich alle kennt, Vereinsfeste, Ausflüge, Fahrten, Ferien, Freizeiten, Kinderangebote, eben umsetzt. Wenn wir auf dieses Jahr schauen, sind es natürlich Bereiche, die in der Form entweder komplett zum Erliegen gekommen sind, Corona-bedingt, oder eben versucht wurden, mit kreativen Lösungen, mit angepassten Hygienekonzepten, mit einer engen Abstimmung mit den lokalen Verantwortlichen oder Verantwortlichen auf Landesebene in irgendeiner Art und Weise umzusetzen. Was braucht es dafür? Auf der einen Seite, wir brauchen dafür ehrenamtliche Funktionsträgerinnen, wir brauchen Übungsleiterinnen, wir brauchen aber auch ein Stück weit, ich sage mal, die technische Ausstattung, und wir brauchen, denke ich zumindest auch, ein gewisses Know-how, um die neuen Medien oder die Medien, die einfach zur Verfügung stehen, nutzen zu können. Jetzt habe ich in eurem Förderprogramm und in eurer Richtlinie gelesen, dass hier Bereiche gefördert werden sollen, die genau an diesen Problemen ansetzen. Jetzt könnte man meinen, Jan, du wusstest das und hast es bewusst natürlich mit eingebracht. Aber ich glaube, das betrifft nicht nur die Sportorganisationen in ganz Deutschland, sondern es betrifft das Ehrenamt im Allgemeinen. Große Probleme eben gerade in dem Bereich der Funktionäre, Funktionärinnen und Übungsleiterinnen Nachwuchs zu gewinnen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch das Thema Digitalisierung ganz gezielt voranzutreiben. Und du kannst ja gern an der Stelle einfach mal einsteigen oder ihr alle zusammen, was, ich sag mal so, die Eckpunkte der Richtlinie des neuen Förderprogramms sind. Auf der einen Seite, was die Ziele sind des Förderprogramms und der Zweck. Und vielleicht dann, ich sag mal auch ganz gleich am Anfang direkt die harten Fakten, was vor allem für die Teilnehmenden an der Online-Sprechstunde vielleicht auch wichtig ist, bis wann muss wo der Antrag eingereicht werden, was ist dabei zu beachten. Ja, als wir die Richtlinie uns im Sommer, also vor wenigen Wochen, überlegt hatten, haben wir nach Begrifflichkeit, nach Anknüpfungspunkten gesucht, wo möglichst viele aus dem Bereich der Zivilgesellschaft sich auch wiederfinden. Und Corona hat es uns gezeigt, dass der Bereich der Digitalisierung bei vielen, wie soll ich sagen, zu einem Umdenken geführt hat. Aber auf der anderen Seite auch deutlich wurde, dass die notwendigen Voraussetzungen für den Bereich der Digitalisierung der Zivilgesellschaft gar nicht vorhanden sind. Wenn man dann auf der anderen Seite ins Errichtungsgesetz dieser Stiftung schaut, wo eben ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der Stiftung gerade die Digitalisierung sein wird, war es uns natürlich von vornherein klar, dass also im ersten Förderprogramm auch entsprechend der Bereich der Digitalisierung ein Schwerpunkt sein wird. Jetzt können wir uns viel über Digitalisierung unterhalten, wenn wir auf der anderen Seite feststellen, dass die Vereine und Verbände gar nicht über die Voraussetzungen verfügen, um überhaupt an der Digitalisierung teilzuhaben. Sodass es für uns wichtig war zu sagen, wenn wir in den nächsten Jahren die Digitalisierung vorantreiben wollen, dann müssen wir überhaupt erstmal die Grundlagen schaffen. Deswegen ist ein Bereich der Richtlinie, zielt darauf ab, digitale Teilhabe zu ermöglichen. Also, dass sich Vereine und Verbände um Hardware, Software und so weiter entsprechend bemühen können, das beantragen können. Das ist der eine Bereich. Dann, wie du es selbst angesprochen hast, der Bereich der Nachwuchsgewinnung. Uns war es wichtig, ein Signal zu senden, dass es weitergeht, dass auch nach einem Lockdown es eben ein Wiederanfahren der Zivilgesellschaft gibt, und wir wollen, dass die Vielfalt und die Breite der Zivilgesellschaft auch erhalten bleibt und da dementsprechend auch ein Signal aussenden, dass sich Menschen auch weiterhin bereit erklären, im Bereich von Vereinen, Verbänden, Stiftungen, Initiativen zu engagieren. Deswegen der Bereich der Nachwuchsgewinnung, wobei Nachwuchs nicht nur auf Kinder und Jugendliche gemünzt sein soll, sondern auch insbesondere auch in den Seniorinnen und Senioren, wo ja auch viele sich engagieren und neu engagieren, auch im Bereich der Vereine und Verbände, auch insbesondere im Sport. Und auch dort soll es ein Motivator sein, wenn es dort Projekte oder Vorhaben gibt, dort entsprechend Anträge zu platzieren.
Und ich hatte es angesprochen, beim Stiftungszweck ist es natürlich auch ein besonderes i-Tüpfelchen, sich auf die ländlichen und strukturschwachen Räume zu konzentrieren. Wir haben vorhin gerade schon diskutiert, die Stiftung selbst ist ein Ergebnis der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Also in dem Maßnahmenkatalog, der dabei rauskam, war eben auch die Gründung der Stiftung eines der Punkte. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass man auch insbesondere im Bereich der strukturschwachen und ländlichen Räume besonders aktiv werden will. Und das nehmen wir natürlich auch als einen Auftrag für uns an, hier besonders unterwegs zu sein, Innovationen zu fördern, Dinge, die man skalieren kann, also die man weiter verbreiten kann, hier für Möglichkeiten zu schaffen. Deswegen der dritte Schwerpunkt an diesem Bereich. Das klingt jetzt alles erstmal nach hehren Zielen. Jetzt kommen wir zu den ABAs. Wollen wir schon zu den ABAs kommen oder noch nicht? Die ABAs liegen darin, dass auch wir zunächst einmal an die Jährlichkeit des Bundeshaushalts gebunden sind und dementsprechend die besondere Herausforderung darin besteht, dass die Mittel, die durch die Stiftung zur Verfügung gestellt werden, auch noch in diesem Jahr verausgabt werden müssen. Also alles, was man sich überlegt, muss man quasi sagen, das Projekt muss am 31.12. abgeschlossen sein. Und dementsprechend müssen die Dinge, die ihr umsetzen wollt, auch bis dahin erledigt sein. Wenn ich dir direkt dazwischen grätschen darf, bei dem Thema Jährlichkeit, vielleicht kommt bei dem einen oder... Hörst du mich, Jan? Ja. Ja, okay. Es kam gerade hier das Signal, dass man mich nicht hört, aber das war hier nur im Haus. Bei dem Thema Jährlichkeit, das ist ja ein spannendes Thema. Du hast gesagt, dass die Projekte in diesem Jahr auch beantragt und abgeschlossen sein sollen. Bedeutet das dann an der Stelle auch, dass der Verwendungsnachweis in diesem Jahr schon erstellt werden muss für die Projekte? Ich glaube, da haben wir was in der Richtlinie zu stehen. Ich meine, da steht... schau mal nach. Ich meine, das würde... Bevor ich was Falsches sage, Seite 10. Ich meine, das wären dafür wert Zeit. Allerdings, bevor ich eine Zahl sage. Jens, du kannst ruhig reingehen, wenn du es im Kopf hast. Ich habe es im Kopf. Genau, das wäre jetzt meine Frage. Das steht tatsächlich in dem Förderleitfaden zur Richtlinie. Das ist, hat man 6 Monate Zeit. Also der kann ganz beruhigt. Es muss nicht dieses Jahr der Verwendungsnachweis auch noch gefertigt und abgegeben und eingereicht werden, sondern das kann dann im nächsten Jahr passieren, da hat man dann Zeit bis 30.06. Das ist eine wunderbare... Spätestens 6 Monate nach Ablauf, so wie man das eigentlich im Grunde genommen auch aus anderen Förderprogrammen meistens kennt. Genau, deswegen habe ich die Frage auch ketzerisch gestellt. Uns ist das natürlich auf Bundesebene ein Stück weit immer bewusst und viele Verbände wissen das auch, dass man hier dann auch Zeit hat, diesen Verwendungsnachweis zu bringen. Also wie sind die Mittel verwendet worden? Und da gibt es dann Vorgaben, wo das dann eingetragen werden muss. Aber viele Vereine könnten jetzt ein Stück weit vielleicht auch zurückhaltend sein, was sie nicht sollen, sondern es geht hier vor allem darum, die Mittel zu beantragen, zu verausgaben. Und der Verwendungsnachweis hat dann 6 Monate Zeit. Natürlich muss man nicht 6 Monate warten, sondern man kann den auch gleich im Januar machen. Da freuen sich dann die meisten, dass das nicht alles dann erst im Juni kommt. Aber wir kennen es bei uns auch. Das heißt, in diesem Jahr Mittel beantragen, verausgaben, also auch die Anschaffungen tätigen und der Verwendungsnachweis kann dann in aller Ruhe im kommenden Jahr angefertigt werden. Genau. Wobei auch da bei den Verausgaben auch immer ganz wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal auf dem Thema Nachwuchsgewinnung nochmal einen Workshop oder ein Camp oder irgendwas plant, zwischen den Tagen zum Beispiel, und dann ploppen die Rechnungen gegebenenfalls erst im Januar auf, dann kann man das eben mit dem Mittelabruf auch das wieder, wie man das aus anderen Förderprogrammen kennt, entsprechend steuern. Weil man hat ja mit dem letzten Mittelabruf dann auch die Möglichkeit, den letzten Auszahlungstermin zu legen. Und ab dem letzten Auszahlungstermin hat man auch nochmal 6 Wochen Zeit. Sag ich mal, die Rechnung, der Zahlungsgrund muss in 2020 entstanden sein, aber die Rechnung, die dann in 2021 im Januar aufploppen, darf man dann auch dort auch noch guten Gewissens bezahlen. Gar kein Thema. Das ist wie gehabt, wie man das aus den anderen Förderprogrammen auch kennt. Super, vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Jan, du warst bei der Antragstellung. Ich habe dich nur kurz unterbrochen, weil ich... Wir haben doch eine Verwendungsnachweisprüfung. So jetzt sind wir doch noch gar nicht. Genau, also Deadline ist 1. November, wobei das für uns kein Datum ist, bis zu dem wir warten, sondern wir bearbeiten die Anträge, sobald sie ankommen. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch
den Vereinen oder den Antragstellern auch einen längeren Bewilligungszeitraum einräumen. Der geht bis längstens zum 31.12. diesen Jahres und dementsprechend, je nachdem, wann wir mit der Bearbeitung durch sind, auch mit der Vollständigkeit des Antrags. Das ist uns bei den ersten schon aufgefallen, dass viele nicht bis zu Ende lesen und insbesondere auch die Anlagen nicht beifügen. Deswegen bitte, ihr erleichtert uns die Arbeit, wenn ihr den Antrag vollständig bei uns einreicht und dort dafür sorgt, dass wir weniger Aufwand haben mit Nachfragen. Sobald er dann vorliegt, wird es eine Bearbeitung geben. Es wird irgendwann hoffentlich einen Zuwendungsbescheid geben. Wer sich unsicher ist in dem, was er beantragen will, fragt vorher einmal nach. Idealerweise kurz, mit kurzen Stichworten, Stichpunkten, was er dort beantragen möchte, ob das auch als solches förderfähig ist. Und dann wird es irgendwann einen Zuwendungsbescheid geben und die Möglichkeit, auf den Rechtsbehelf zu verzichten und den Mittelabruf zu starten. Und dann wird die Summe entsprechend ausgezahlt, wobei natürlich noch fraglich ist, welche Summe denn beantragt werden kann. Wir haben uns vorab verständigt, dass wir insbesondere auch kleinere Vereine unterstützen wollen, die vielleicht A, nicht über so viel Geld verfügen und B, auch in der Fördersumme entsprechend nicht so hoch gehen. Deswegen gibt es keine Begrenzung nach unten. Also es kann auch kleinere Beträge können entsprechend beantragt werden. Die Höchstfördersumme beträgt 100.000 Euro pro Vorhaben und das ist damit auch die Höchstfördersumme. Jan, das ist noch eine Frage bei mir reingekommen und zwar von Nico. Wird der Verwendungsnachweis so schlank gehalten wie der Antrag? Das wäre unser Bestreben, klar, das Ziel. Ich weiß gar nicht, Jens, haben wir den schon online, dafür eine Vorlage? Weißt du das? Die Vorlage ist aktuell noch in der Bearbeitung, weil wir uns jetzt erstmal auf das Antragsverfahren konzentrieren, auch wirklich bestrebt bemüht sind, wie du es gesagt hast, dann auch die Anträge schnell zu bearbeiten, schnell zu bescheiden. Und der Verwendungsnachweis, da wird es einen Vordruck geben, da sind wir auch in der Arbeit. Und sobald wir den haben und das auch alles endabgestimmt ist, kommt der dann auch auf die Homepage und kann dort dann entsprechend abgerufen werden. Jan, du hast einige Dinge schon direkt angesprochen. Du hast auch schon aus der Praxis ein paar Erfahrungen, was zu beachten ist bei der Antragstellung. Also wirklich bis zum Ende lesen, Anlagen vollständig beifügen, das macht immer hochgradig Sinn. Du hast auf die Schwerpunkte hingewiesen der Richtlinie. Einmal das Thema digitale Teilhabe, Nachwuchsgewinnung und ländlicher Raum, strukturschwache Region. Den Zeitraum, also sozusagen die Antragsfrist hast du genannt. Die Anträge müssen, wir haben vorher schon mal drüber gesprochen, die müssen postalisch am 1.11. eingegangen sein. Ich denke, ihr seid, genauso wie wir es auch bei der Deutschen Sportjugend sind, sehr daran interessiert, dass es auch in Zukunft ein digitales Antragsverfahren geben kann. Das ist immer nicht ganz so einfach, das hört sich immer so einfach an, aber es ist immer an gewisse Hürden auch gebunden. Nichtsdestotrotz ist nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn die Anträge gesendet werden, die müssen postalisch am 1.11. eingegangen sein. Und es gibt zwar das Online-Antragsformular, aber alles ausgedruckt und per Post zu euch. Das Postamt in Neustrelitz freut sich darüber, dass es jetzt ganz viel zu tun bekommt. Aber es ist einfach nur, man muss es im Hinterkopf behalten, nicht, dass man eben Ende Oktober dann noch den Antrag schnell fertig machen will und dann feststellt, oh, das schaffe ich nicht mehr mit der Frist. Also der Hinweis hier an dieser Stelle. Wir hatten im Vorhinein auch ein paar Fragen noch aus der Runde. Ich weiß nicht, die Linda zwinkert mir schon zu und nimmt es auch gern auf. Ich würde aber einmal direkt reinbringen. Da geht es nämlich darum, um die Förderunschädlichkeit von Stiftungsmitteln mit Bundesmitteln und mit Landesmitteln, wenn ihr dazu was sagen könntet. Ja, also Jens, ich will dich nicht aufhalten. Wir haben es intensiv diskutiert. Es ist schädlich, wenn man andere Bundesmittel kombiniert. Das wird nicht funktionieren. Ach, zu den Eigenmitteln hat man noch gar nichts gesagt, ne? Also natürlich gibt es eine Fördersumme, aber es wird auch notwendig sein, Eigenmittel einzubringen, es sei denn, man ist ein Härtefall. Eigenmittel grundsätzlich, wenn man bis zu der Höhe von 5.000 Euro Fördermittel beantragt,
dann sind 10% Eigenmittel zu erbringen. Geht man darüber hinaus, sind 20% Eigenmittel zu erbringen. Wobei noch zu beachten ist, dass man auch zusätzlich noch eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 10% beantragen kann. Jetzt hatten wir die Eigenmittel, was hatten wir noch? Die Schädlichkeit mit Landesmitteln. Mit Landesmitteln. Die müssten wir, wenn ich es richtig in Erinnerung halte, ausgeschlossen haben, dass das unschädlich ist. Ja, genau. Ich sag mal so, das, im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass nichts doppelt gefördert wird. Wir sprechen jetzt nicht um die Kofinanzierung oder dass bei der Eigenmittel zum Beispiel zweckentsprechende Spenden eingebracht werden können oder vielleicht auch Mittel anderer Stiftungen. Es darf halt eben nicht doppelt gefördert werden. Also wenn Sie schon irgendwo eine Förderung oder ihr schon irgendwo eine Förderung habt, wo ihr zu 90%, 80%, was weiß ich, für einen großen Anteil gefördert werdet und ihr würdet jetzt für dieses Projekt bei uns eine Förderung beantragen, dann wäre es eine Doppelförderung, weil ihr dann zweimal 90% Anteil bekämpft. Und das ist eben einfach nur zu beachten. Und deswegen sind im Grunde Dinge, für die es schon gesetzlich vorgeschriebene Finanzierung gibt, auch Landesmittel entsprechender Größenordnung fließen, dann an der Stelle auch nicht mehr förderfähig. Jan, hier sind jetzt einige Fragen aufgelaufen. Ich würde mal starten. Lisa, möchte auf dem Telefon das miteinander. Kannst du dich nochmal wiederholen? Kann ich starten, ja? Okay, super. Von Anne kam die Frage, Engagement und Ehrenamtaufbau ist ein langfristiger Prozess. Werden deshalb auch Projekte bezuschusst, die über den 31.12. hinauslaufen, beziehungsweise können auch Teilprojekte abgerechnet werden? Nein. Also das liegt zum einen daran, dass wir in diesem Jahr nur Mittel zur Verfügung haben, die wir nicht übertragen dürfen und können, sondern die in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Und deshalb ist es nur möglich, Mittel zu verwenden, die in diesem Jahr auch ausgegeben werden und damit das Projekt auch in diesem Jahr abgeschlossen sein muss. Ich sage mal, wenn es um die Anschaffung eines Rechners geht, dann ist ja, glaube ich, jedem klar, dass man den auch im nächsten Jahr noch nutzen kann. Aber primär die Anschaffung des Rechners muss auch in diesem Jahr erfolgt sein. Bei Teilprojekten, Jens, dann möchte ich mal sagen, wo man da die Abgrenzung findet und wo man dann sagen kann, das geht oder das geht nicht. Teilprojekte sind in dem Sinne schwierig, weil es ja im Grunde genommen ja auch da schon wieder bei Teilprojekten darum geht, dass die Finanzierung an sich gesichert ist, weil sonst hätte mit dem Gesamtprojekt gar nicht angefangen werden können. Also das wäre ja für mich nur eine Konstellation denkbar und dann hätte das Teilprojekt an sich andere Schwierigkeiten, dass man sagt, da tut sich jetzt eine Finanzierungslücke auf in der Gestalt. Aber dafür, wird leider von der Richtlinie jetzt in diesem Jahr so nicht erfasst. Deswegen sind Teilprojekte an sich auch nicht förderfähig, es sei denn, es sind einzelne alleinstehende Projekte. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gesamtprojekt habe und ich sage, ich habe dieses Jahr einen Teilabschnitt, ich habe nächstes Jahr einen Teilabschnitt, ich habe übernächstes Jahr einen Teilabschnitt und dafür habe ich jetzt von woanders her schon eine Förderung oder die Finanzierung stand, als ich das begonnen habe. So, dann können wir nicht fördern. Wenn man jetzt aber sagt, wir haben jetzt irgendwann mal angefangen und da ist Stillstand und damit wir überhaupt weiterkommen an sich, ist in diesem Jahr ein eigenes Projekt, womit mal das Ursprungsprojekt weiterlebt. Und das können wir auch in diesem Jahr abschließen. Und irgendwann im nächsten Jahr oder übernächstes Jahr machen wir dann weiter. Dann wäre das ja in diesem Jahr ein eigenes Projekt. Das kommt eben auf den eigenen Projektcharakter an. Das ist immer das ganz Wichtige. Anne, möchtest du, ist die Frage für dich beantwortet oder möchtest du mündlich noch was hinzufügen? Dann kannst du auch kurz dein Mikro anmachen. Das scheint der Fall zu sein, dass die Frage beantwortet ist. Ich würde zur nächsten Frage gehen, von Klaus nochmal. Ist es wie bei anderen Förderungen so, dass das Projekt erst nach Förderzusage begonnen werden kann? Daher, von welchem Bearbeitungszeitraum von Eingang bis zur Bewilligung ist auszugehen? Grundsätzlich ist das auch bei uns so. Allerdings hat man die Möglichkeit, einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn begleitend zum Antrag zu stellen. Und dementsprechend, wenn dem zugesagt wird, dann kann man grundsätzlich mit dem Projekt starten, aber darf sich nicht gewiss sein, dass damit auch eine Förderzusage verbunden ist. Also ein vorzeitiger Maßnahmebeginn heißt, die Kosten können hinterher auch noch mit einbezogen werden in die Förderung. Aber wenn du die Förderung nicht bekommst, dann hast du das Risiko zu tragen.
Deswegen lieber vorher einmal nachfragen bei uns und sagen, Mensch, ich habe Folgendes vor. Ist das erstmal grundsätzlich in eurem Schema passfähig? Auch damit ist natürlich noch keine Förderzusage verbunden, aber man hat ein gewisses Gefühl, bekommt man schon mal. Ist beantwortet, danke. Super, Klaus. Vielen Dank. Jan, hier fliegen immer mehr Fragen ein. Super, das freut mich sehr, dass es so interaktiv ist. Ich habe hier noch eine Frage von, ich kann es leider nicht genau lesen, Reinhardini. Kann ein Verband mehrere Projektanträge stellen? Ja, kann er sowohl im selben Handlungsfeld als auch in mehreren Handlungsfeldern, aber er muss eine Priorisierung angeben. Das heißt, welches von den Vorhaben ist ihm am wichtigsten? Oder wenn, je nachdem, wie viele er angibt, muss er eine Priorisierung angeben. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt eine Frage von Michael. Er hat zwei Fragen für dich. Und zwar, bei Anschaffung Leistung von über 3.000 Euro sind drei schriftliche Angebote einzuholen. Schriftlich bedeutet kein Screenshot eines Amazon-Angebots, sondern wirklich ein offizielles Angebot? Die Frage haben wir auch sehr häufig. Wer möchte denn? André oder Jens? Als ich noch im Bundesinnenministerium tätig war, haben wir das gar nicht mal im Rahmen von Zuwendungen, sondern so allgemein, doch war sogar eine Zuwendung aus dem Projekt, was ich damals selber unterstützt habe. Da haben wir das mit unseren Vergaberechtlern durchgesprochen, weil das Bundesinnenministerium ja auch für das Vergaberecht des Bundes zuständig ist. Und die eindeutige Antwort war, Screenshots reichen nicht aus an der Stelle. Also auch wenn ihr über Cloud-Angebote oder so nachdenkt, nur weil da eine Preisliste irgendwo im Internet abgedruckt ist, heißt das noch nicht, dass das verbindlich ist. Davon kann man nicht ausgehen. Und ihr braucht ein verbindliches Angebot und das könnt ihr nur einholen, indem ihr auf den Anbieter zugeht und dann euch ein offizielles Angebot einholt. Da reicht auch elektronisch per E-Mail, aber es muss irgendwie vorliegen. Und eine Internetseite reicht da nicht. Super, vielen Dank. Ich schiebe gerade die zweite Frage von Michael noch hinterher. Wenn ein Verein zum Beispiel 6.000 Euro beantragt, Eigenanteil 20%, tatsächlich gibt er aber nur 4.500 Euro aus, muss er dann als Eigenanteil nur 10%, 450 Euro einbringen oder muss er trotzdem die 20%, 900 Euro einbringen? Sehr spannende Frage. Die hatten wir noch nicht. Gestern hatte ich noch mal eine, ja, aber fangen wir erstmal mit der Frage an. Jens, willst du dazu mal was sagen? Da wir hier in der Anteilfinanzierung sind, wird der Anteil tatsächlich mit Zubindungsbescheid festgelegt. Und wenn der Antrag so lautet, dass man eben 20% Eigenmittel einbringt, dann hat man diese 20% Eigenmittel ja auch und dann muss man die auch einbringen. Deswegen ist es eben wirklich wichtig, auch wenn wir sagen, das soll ein einfacher Antrag sein, das soll eine Projektskizze sein, dass ihr trotzdem so nah wie möglich kalkuliert an den tatsächlichen Zahlen. Ja, weil im Nachhinein können wir den Eigenanteil nicht reduzieren. So, ich habe hier noch eine Frage, die ich aber, Michael, die stelle ich, ein anderer Michael, vielen Dank für die Frage, die stelle ich ein bisschen hinten an, weil die passt auf unseren nächsten Blog. Ich habe aber jetzt noch eine akute Frage von Lutz. 90% Förderung plus 10% pauschale Aufwendung heißt in der Praxis 100% Förderung. Jens? Frage. Jens, Entschuldigung, nochmal ganz. Ich hatte kurz ein Verbindungsproblem. Entschuldigung, kann die Frage bitte nochmal wiederholt werden? Ich lese dir nochmal vor, kein Problem. Der Lutz fragt. 90% Förderung plus 10% pauschale Aufwendung heißt in der Praxis 100% Förderung? Die 10% Verwaltungskostenpauschale ist in der 90% Förderung schon inkludiert. Ist das, weil ich vermute mal, die Frage geht jetzt auf die Verwaltungskostenpauschale. Die gibt es nicht on top zu der 90% Förderung, sondern die 10%ige Verwaltungskostenpauschale ist in der 90% Förderung sozusagen dem Anteil schon drin. Lutz, ist deine Frage damit beantwortet? Es gibt keine Widerworte, deshalb gehe ich davon aus. Hier gibt es noch einen Gruß von Heino. Er muss leider rausgehen. Vielen Dank für die Informationsveranstaltung. Vielen Dank schon mal. Danke für deine Teilnahme.
So, ich bin soweit erstmal durch. Ihr könnt weitermachen. Ich habe noch eine Frage, die im Vorhinein gestellt wurde, und zwar vom, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Schuan von Special Olympics Deutschland. Er hat gefragt, die Mehrzahl der Behindertenwerkstätten, mit denen Special Olympics Deutschland zusammenarbeitet, ist digital nicht gut oder sind digital nicht gut aufgestellt. Ist die Verbesserung der Ausstattung dieser Einrichtung durch das zweite Handlungsfeld gedeckt, auch wenn die Einrichtungen nicht per se in strukturschwachen Regionen liegen? An wen hat er denn zum Beispiel gedacht? Kann man ein Beispiel bringen? Achso. Johann, du bist ja da. Ja, also es geht darum, dass wir halt Einrichtungen natürlich im ländlichen Raum, aber auch in Städten haben, die nicht als strukturschwache Räume definiert sind. Und die sind aber in der Praxis gleich weit von der Digitalisierung her. Also die Unterschiede gibt es nicht von ländlich zu städtisch oder von schlecht zu gut ausgebaut. Also sag mal so, dass es hat, also im Grunde genommen ist ja für alle drei Förderfelder, sage ich mal, die Fördersummen und so identisch. Dementsprechend hat es fast schon statistischen Charakter, ja, wo das dann einsortiert wird. Also so wie ich das jetzt bei dir raushöre, geht es ja vor allem darum, die digitale Ausstattung besser zu machen. Da ist es ja, kann man das natürlich aus meiner Perspektive in das Handlungsfeld einpacken. Da ist es ja unrelevant, ob das jetzt ländlicher Raum oder städtischer Raum oder was dazwischen ist. Also so gesehen würde ich spontan sagen, pack das einfach alles in Handlungsfeld 1 und 1 herein und dann ist das, denke ich mal, auch so dann sinnvoll eingruppiert. Oder Jens, hast du eine andere Strategie? Nein, das ist tatsächlich, so wie der Herr Riemer gesagt hat, dass wir sagen können, im Grunde genommen, so wie er es gesagt hat, dadurch ja die Digitalisierung wird über das Handlungsfeld 1 abgedeckt. Und da spielt es gar keine Rolle, da hat es rein statistischen Wert. Die Frage kam auch bei uns des Öfteren schon an, ob Anträge in den drei Handlungsfeldern immer davon abhängig sind, dass die Antragstellenden sich sozusagen in ländlichen Räumen oder strukturschwachen Regionen befinden. Habt ihr ja an der Stelle auch beantwortet, dass es eben sich explizit auf das Handlungsfeld, wo es genau darum geht, bezieht. Und ihr habt an der Stelle ja auch Anlagen beigefügt, wo man sehr gut erkennen kann, ob man sich in einer strukturschwachen Region oder im ländlichen Raum befindet. Da kann man relativ gut auch schnell den Überblick bekommen, ob die Region, wo man sich gerade befindet, eben dazugehört. Die anderen beiden Handlungsfelder würden an der Stelle eben nicht diesen Grundsatz mittragen, sondern da besteht auch die Möglichkeit für Vereine und Initiativen, die nicht in einer dieser Regionen sind, Anträge zu stellen. Wenn jetzt hier aus der Runde zu unserem Hauptteil unserer Online-Sprechstunde ich sehe gerade noch, die Linda hat noch was. Ich habe noch zwei Fragen, und zwar von Dennis. Es geht nochmal um die Angebote. Wenn ein Verein drei schriftliche Angebote vorliegen hat und dann online günstiger kauft, ist das gestattet? Die Angebote macht man ja, um die Angebote zu haben. Also man kann natürlich jetzt sagen, okay, ich habe noch nicht gekauft und mir ist dann noch ein viertes Angebot aufgefallen, was noch günstiger ist. Dann kann man das natürlich noch nachträglich machen. Man muss es ja nur dokumentieren. Aber auch da kann es nur so sein, dass dann nochmal ein offizielles viertes Angebot eingeholt wird. Also das ist die Mindestzahl 3. Ihr könnt auch 30 anfragen, wenn ihr es denn wollt und wenn ihr die Zeit dazu habt. Ja, aber es müssen mindestens 3 vorliegen. Und dann aber, wenn, sage ich mal, einmal ausgewählt wurde schon und schon bezahlt wurde, dann wieder zu stornieren oder solche Sachen und dann das vierte noch zu nehmen und so, da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Jens? Noch was ergänzend? Der Kollege hat es ja schon gesagt, der entscheidende Punkt ist am Ende des Tages die Dokumentation. Und den Nachweis über die Angebote und die Dokumentation, das braucht ihr dann für den Verwendungsnachweis. Jetzt braucht ihr das dann, um erstmal so eine Idee zu haben, um kalkulieren zu können. Und aber der entscheidende Faktor ist dann später. Und selbstverständlich, wenn ihr was Preiswerteres findet, dann würdet ihr ja auch dementsprechend ein Angebot bekommen. Und dann, selbst wenn es ein Online-Angebot wäre, ist das in Ordnung. Nur, es bringt nichts, dann immer ewig zu suchen. Also das ist klar, sondern irgendwann erteilt ihr ja den Zuschlag,
bestellt ihr die Sachen, erteilt den Auftrag und das, was dann gilt, ist halt eben bindend. Ich habe noch eine letzte Frage von Dennis zu diesem Hauptblock. Die ist jetzt sehr detailliert schon. Was soll unter, bitte schlüsseln Sie Ihre Ausgabenposition inklusive gegebenenfalls beantragter Weiterleitung nachvollziehbar auf, genau eingetragen werden? Kann man die genaue Auflistung auch in Form einer Excel-Tabelle einreichen? Gerade bei uns mit vielen Vereinen im Bereich Weiterleitung ist es sonst sehr schwierig. Da spricht Jens nochmal, Dennis nochmal eine Sonderrolle an. Was auch über die Richtlinie möglich ist, ist, dass man Mittel beantragt bis zu einer Höhe von 1,5 Millionen Euro. Dann verwendet man die Mittel aber nicht für sich selbst, sondern für Dritte. Und zwar ist da der Gedanke, dass es einen Dachverband gibt, der beantragt Mittel und leitet die weiter an seine Mitgliedsstrukturen oder Mitgliedsvereine, Verbände oder was auch immer. Verwendet sie aber nicht für sich selbst. Und im Rahmen der Antragstellung muss er natürlich uns plausibel machen, an wen er denn gedenkt, diese Mittel weiterzuleiten und zwar in welcher Höhe. Weil wir wollen natürlich nicht am Ende des Jahres meinetwegen 1,5 Millionen einem Verband zuweisen. Der schafft aber nur 350.000 Euro auszugeben und muss uns dann nächstes Jahr, jetzt muss ich kurz überlegen, 1,15 Millionen Euro zurückzahlen. Wahnsinn. Richtig gut gerechnet. Danke. Und andere Verbände oder Vereine müssen darauf verzichten, weil die Mittel in irgendeiner Form dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Insofern muss er uns schon plausibel machen können, dass er auch in der Lage ist, die weiterzureichen. Und darauf zielt, glaube ich, Dennis' Frage ab. Oder, Dennis? Sehr schön. Es fliegen immer mehr Fragen ein. Ich versuche mich zu beeilen, Jan. Nico fragt nochmal, Eigenmittel müssen laut Richtlinie nicht immer Geldmittel sein. Was eignet sich noch als Eigenmittel? An was denkt er denn? Nico, magst du dich mal äußern? Ja, gerne. Hallo, schönen guten Abend. Es könnte ja auch sein, dass man Personalmittel einbringt, ein Verein, der eine Person hat, die sich um verschiedenste Belange im Ehrenamt kümmert, die dann jetzt das Thema Digitalisierung auch noch mit aufnimmt, wären diese Personalmittel quasi als Eigenmittel anrechenbar. Wer möchte? Jens? André? Direkte Personalausgaben sind durchaus abrechenbar. Dafür haben wir dann auch ein eigenes Formular auf der Homepage. Da geht es um die, das heißt Vorlage, Bestätigung des prozentualen Anteils der Arbeitszeit. Dann geht es nämlich darum, dass ihr reinschreibt, mit welchem prozentualen Anteil die Kolleginnen und Kollegen da drin sind. Dann dürft ihr das natürlich nicht über die Personalausgaben abrechnen, sondern dann sind das eingebrachte Eigenmittel sozusagen. Ja, ihr könnt diese Vorlage nehmen, um Personalausgaben abzurechnen, aber ihr könnt die auch als Eigenmittel einbringen. Wenn ihr die als Eigenmittel einbringt, dürfen die dann halt nur nicht als Personalausgaben abgerechnet werden. Dann wäre es ja wieder, das ist ja klar. Ne? Und insofern, das ist durchaus eine mögliche Sache. Ja, eine klassische Alternative in dem Bereich ist natürlich, Sachmittel einzubringen. Ja? Also ihr sagt, wir haben hier eine Geschäftsstelle und da ist sozusagen 10% sozusagen der Geschäftsstelle werden jetzt hier in das Projekt eingebracht und dann könnt ihr ausrechnen an euren Fixkosten, wie viel diese 10% sind. So, und dann kann man sagen, das ist eine geldwerte Leistung, die man hier als Eigenmittel einbringt. Vielen Dank. Es kommen jetzt immer mehr Fragen rein. Ich habe mich gerade nochmal mit dem Tom abgesprochen. Wir nehmen alle eure Fragen auf. Aus zeittechnischen Gründen würden wir dann mit der Stiftung nochmal besprechen und euch im Nachgang nochmal zukommen lassen. Dann würde ich in dem Zuge nämlich gerne nochmal an Tom weitergeben und nochmal auf den letzten Block zu kommen. Ganz viele Fragen von euch im Vorhinein sind gestellt worden, auch zum ein Stück weit der Ausblick für das Jahr 2021. Ne? Also wir merken ja selber, es gibt ganz, ganz viele Fragen und ich glaube auch ein hohes Interesse an dem, an euren Programmen und an den Richtlinien. Es gibt ganz viele Detailfragen, die sich vor allen Dingen im Bereich des Zuwendungsrechts, ich glaube, wir könnten mit euch hier 3-4 Stunden nur diese ganzen vielen kleinen Einzelfragen zum Zuwendungsrecht diskutieren, weil das natürlich viele Vereine auch in der täglichen Arbeit ein Stück weit beschäftigt. Aber wir wollten heute vor allen Dingen die wichtigsten Eckpunkte kennenlernen und aber auch so die ersten Fragen, die es dazu gibt.
besprechen und die Fragen, die sich natürlich auch für die Zukunft stellen. Jan, habt ihr denn schon für das Jahr 2021 eine Idee, wie möglicherweise das Förderprogramm oder weitere Schwerpunkte gesetzt werden können? Also zum einen vielleicht vorweggenommen, die Rolle der Stiftung ist nicht nur Mittel zu verausgaben, sondern sich auch durchaus darum zu kümmern, Dinge zu vereinfachen und zu verbessern fürs Ehrenamt. Also wir nehmen natürlich auch gerne Ideen auf, wenn es darum geht, zu entbürokratisieren oder Dinge zu vereinfachen. Auch dort, glaube ich, dienen uns die drei Ministerien als hilfreiche Brücke, um dort an der einen oder anderen Stelle auch Dinge zu platzieren zu können. Und nicht zuletzt haben wir auch in unserem Stiftungsrat vier, möchte ich doch sagen, einflussreiche Bundestagsabgeordnete sitzen, mehrere Verbandsvertreter, unter anderem auch den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, der bei uns im Stiftungsrat sitzt. Das sind also Zugänge, die wir auch dazu nutzen wollen, um an der einen oder anderen Stelle den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wo kann man auch noch Vereinfachungen schaffen. Und da wollen wir natürlich mit euch im Gespräch bleiben und auch Dinge erfahren, die für unsere Arbeit hilfreich sind. Wenn es jetzt um den Ausblick für 2021 geht, würde ich erstmal formal antworten. Wir haben im Jahr 2021, wenn der Bundeshaushalt so durchkommt, 30 Millionen Euro zur Verfügung. Und die wollen wir natürlich auch dafür einsetzen, um möglichst gute und bedarfsorientierte Unterstützungsangebote zu platzieren. Aber zum Stand jetzt gibt es noch keine Beschlüsse dazu und auch noch keine Richtlinien. Deswegen kann man sagen, gut, man verlässt sich drauf und sagt, die werden schon Ähnliches machen wie in diesem Jahr. Aber das kann ich eben als solches zum aktuellen Zeitpunkt nicht zusagen, weil die entsprechenden Beschlüsse nicht gefasst sind. Aber wir werden uns was einfallen lassen, um auch hier an der einen oder anderen Stelle Unterstützungsangebote auf den Weg zu bringen, die euch helfen. Aber in welcher Richtung, unter welcher fachlichen Thematik, obliegt letztlich dem Stiftungsrat. Und der ist noch nicht zusammengetreten in dieser Funktion, um dort die Beschlüsse zu fassen. Dementsprechend kann ich da zum aktuellen Zeitpunkt nichts sagen. Jan, ich denke, dass du damit auch die Frage von Michael vorhin jetzt beantwortest. Er hatte nämlich gefragt, sind die drei Handlungsfelder auch in den Folgejahren so definiert? Gibt es stiftungsintern eine Art Unterkontingente für die Handlungsfelder? Ich denke, das. Unterkontingente gibt es nicht. Also wenn man jetzt auf die aktuellen Handlungsfelder guckt, gibt es die nicht. Wir gucken einfach, wie wir möglichst vielfältig unterstützen können und gucken, wie es hinhaut. Und in der Zukunft, ob es die drei Handlungsfelder auch in der Zukunft geben wird, wird sich zeigen. Wenn ihr alle vielleicht zusammen schöne Briefchen schreibt an unsere Stiftungsratsmitglieder und sagt, Mensch, wir fanden die Handlungsfelder ganz toll und im Übrigen hat uns das ja auch an der einen oder anderen Stelle geholfen, könnte das vielleicht auch Einfluss haben, wie die zukünftigen Handlungsfelder ausgestaltet sind. Könnte. Wobei man ja zumindest einen kleinen Hinweis geben kann, die Stiftung ist ja auch an das Errichtungsgesetz gebunden. Und in dem Errichtungsgesetz, was ihr auch im Internet leicht googeln könnt, findet ihr auch die Satzungszwecke. Und da werdet ihr die drei Handlungsfelder auch wiederfinden. Also so gesehen ist es quasi schon zumindest da ein Hinweis da, dass es auch mit diesen Themen weitergehen wird. Das weiß er so gut, weil er am Gesetz mitgeschrieben hat. Lieber Jens, lieber André, die Online-Sprechstunde zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass wir uns in einer Stunde mit den wichtigsten Fragen intensiv auseinandersetzen. Wir würden ganz gern auch die Zeit nicht überziehen. Ich denke, das ist fair für alle. Ihr wusstet ja auch, was ihr euch einlasst, nämlich auf eine Sprechstunde. Ich fand es auch auf jeden Fall toll, dass sich der eine oder andere auch direkt zu Wort gemeldet hat oder die Chatfunktion so intensiv genutzt wurde. Ich möchte aber, bevor ich hier eine Abschlussrunde mache, euch dreien natürlich nochmal die Möglichkeit geben, hier die Runde zu nutzen, um nochmal Werbung für das Programm zu machen und vielleicht auch ein paar abschließende Worte zu finden. Das war das jetzt eine Übergabe an mich? Ja. Also erstmal danke, dass ihr das so wunderbar organisiert habt, auch an alle, die sich jetzt in der Runde hier mit die Zeit genommen haben, hier uns zuzuhören, sich zu beteiligen. Das freut mich sehr
Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr tatsächlich auch die Angebote der Stiftung nutzt. Das ist in diesem Jahr erstmal das Förderprogramm. Und so eine Stiftung lebt auch davon, dass man sie mitgestaltet. Es gibt letztlich einen Stiftungszweck, der ausgestaltet werden muss. Und wenn ihr gute Ideen einbringt, wie man so eine Stiftung auch sinnhaft und bedarfsorientiert aufstellt, würden wir uns darüber freuen. Denn wir wollen es am Ende so gestalten, dass es einen Mehrwert fürs Ehrenamt bringt. Und wir hoffen, mit dem ersten Förderprogramm einen Mehrwert euch auch unter anderem euch zu bringen und in der Zukunft noch weitere Angebote auf den Weg zu bringen, die euch helfen können. Und wenn ihr uns da an der einen oder anderen Stelle einen Tipp gebt, wie wir das anstellen können, dann wären wir sehr dankbar. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung von mir, weil ich ja so einen Blick habe auf verschiedenste Förderprogramme, die ich so gesehen habe. Ja, es ist sehr sportlich, der Zeitrahmen. Das muss man leider sagen, wie es aussieht. Da darf man auch nicht drum herum reden. Aber sage ich mal, wie es inhaltlich ausgestaltet ist, werdet ihr so schnell nicht wieder ein Förderprogramm finden, was so flexibel ist in der Thematik, die ihr beantragen könnt. Also wir hoffen natürlich sehr, dass wir auch künftig so großzügig in der Rahmensetzung sein können. Wir werden uns da sicherlich Mühe geben. Deshalb schaut euch das sehr gut an und wir freuen uns natürlich über Anträge von euch. Dem kann ich mich am Ende gerne anschließen. Ich freue mich auch auf die Anträge, die reinkommen. Ich bin jetzt schon begeistert, wie vielfältig und bunt die Landschaft, die Ehrenamtslandschaft in Deutschland ist. Und bin da wirklich auch voller Zuversicht, dass auch aus dem Bereich des Sports viele interessante und spannende Anträge kommen und denke, da gehen wir alle gemeinsam an die Arbeit, die auf uns wartet. Das denke ich auch. Ich danke euch dreien für eure Zeit. Es war ein sehr faires Spiel, denn wir haben nur eine, beziehungsweise je nachdem, wie lange ich jetzt noch rede, 2 Minuten überzogen. Ich danke meinen beiden Kolleginnen, die hier das interaktiv sehr gut mitbegleitet haben, liebe Yara. Und liebe Linda, vielen Dank, dass ihr heute Abend mit dabei wart. Und natürlich an alle Teilnehmenden, vielen Dank für die Disziplin hier in der Runde. Das hat echt wunderbar geklappt. Ich freue mich und bin gespannt, dass wir uns möglicherweise in so einer Runde oder in einer nächsten Runde auch wiedersehen. Jetzt stellt natürlich jede Menge Anträge, dass ganz viel Geld für die Arbeit der Sportvereine auch bei der Stiftung beantragt wird. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Tschüss.